Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Helden und natürlich auch Heldinnen da draußen. Du bist der Held in deiner Welt, Coaching Podcast mit mir, Uwe Pettenberg. 20 Jahre Coaching-Know-how jetzt wieder für deine Ohren und heute mit dem Podcast 146, Coaching-Ausbildung, Beruf oder Abzocke. Und du merkst schon an dem radikalen Titel, dass ich da Klarheit ins Bild bringen möchte, denn der Markt ist gigantisch gewachsen. Das Angebot von Coaching-Ausbildungen ist riesengroß geworden und zweifelsohne ist der Bedarf noch nie so groß gewesen wie jetzt. Denn allein durch das Thema Corona, durch die Pandemie verstärken sich Stresssituationen, Unsicherheit, Zwänge und Ängste und auch Panik über die Zukunft. Und deshalb war es noch nie so interessant und lukrativ auch, so ehrlich darf man sein, Coach zu werden. Aber es ist wichtig und richtig, die richtige Ausbildung zu wählen, die dir schmeckt und vor allen Dingen, die dich auch wirklich persönlich weiterbringt. Und damit, mit diesem Podcast, möchte ich etwas Licht ins Dunkel bringen, dich zu unterstützen, die richtige Ausbildung zu buchen und wahrzunehmen. Natürlich freue ich mich, wenn du dies bei mir tust. Am 19. Mai startet meine 24. Ausbildung, aber ich habe auch das Interesse, dich zu unterstützen, dass du, wenn du nicht bei mir oder uns in die Ausbildung gehst, dir eine andere Ausbildung suchen kannst mit einer gewissen Sicherheit aufgrund meines Podcastes, dass dir die Auswahl leichter fällt. Und ich stehe natürlich immer, möchte ich gleich vorab sagen, für ein persönliches Gespräch, für ein Orientierungsgespräch zur Verfügung, dass du dich viel einfacher, viel leichter entscheiden kannst. Ja, was gibt es sonst noch? Aufgrund von Corona haben wir ein paar Verschiebungen. Mein 8x8 Männer-Mentoring kann leider nicht im April starten, sondern jetzt erst am 1.2. Juli. Also, da gibt es noch zwei Plätze, wenn du ein Mann bist und mit mir ins Mentoring gehen möchtest. 8 Männer, 8 Monate, 8 Masterpläne. Ich kann nur sagen, gigantisch, was da unter uns Männern passiert. Und der nächste Kurs, du bist der Held in deiner Welt, der geht wieder an am 5. bis 8. Mai. Und der ist natürlich auch eine ganz feine Sache, sich persönlich zu orientieren, in seine Kraft zu kommen und selber wieder stabil zu werden. Aber jetzt als allererstes mal der Podcast 146 Coaching-Ausbildung, Beruf oder Abzocke. Für dich persönlich. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu meinem für mich sehr wichtigen Podcast Coaching-Ausbildung, Beruf oder Abzocke. Und ich möchte, dass dieser Podcast auch für dich wichtig wird, wenn du dich vielleicht mit dem Gedanken trägst, eine Coaching-Ausbildung anzugehen. Und dann wirst du bemerken, dass es am Markt extrem viel Angebot gibt. Und ich möchte dir mit diesem Podcast helfen, zu unterscheiden, was für dich interessant ist und was für dich uninteressant ist. Und möchte dir ja so ein bisschen den Mund wässrig machen, wie toll eine Coaching-Ausbildung sein kann für die eigene Bildung, aber gleichzeitig natürlich auch als lukrative Idee, erst als Nebenberuf und dann vielleicht als Hauptberuf zu beginnen. Denn die Chancen, und da komme ich später auch noch drauf, waren noch nie so groß wie heute. Aber gleichzeitig, weil die Chancen so groß sind, blickt natürlich mittlerweile niemand mehr durch. Ich erinnere mich da an Werbeagenturzeiten. Ich habe mich ja seit 1986 selbstständig gemacht. Ich bin sozusagen fast 40 Jahre im Geschäftsbusiness. Und damals zu Beginn, da hat es hier in der Region Bayern relativ wenig Werbeagenturen gegeben. In Nürnberg war das Telefonbuch mit 1,5 Seiten DIN A4 voll mit Werbeagenturen. Und am Ende, wie ich die Agentur 20 Jahre später oder 18 Jahre später verkauft habe, waren es über 8 DIN A4 Seiten Angebote. Also es war einfach damals lukrativ, sich in eine Agentur hineinzuarbeiten und sich selbstständig zu machen. Viele Grafiker haben dann Agenturen aufgemacht und dann ist natürlich die Auswahl extrem groß für einen Kunden, der eine Agentur suchen möchte. Und ähnlich verhält sich es jetzt gerade auch im Coaching-Markt.
Es scheint ein lukrativer Markt zu sein für beide Seiten, für diejenigen, die anbieten und für diejenigen, die natürlich hoffentlich auch eine gute Ausbildung bekommen. Und genau darum geht's. Du brauchst, das ist Ehrenkodex, eine gute Ausbildung. Und diese gute Ausbildung kannst du nur entscheiden mit dem, was du wirklich willst, was dir wirklich liegt und was dir der Ausbilder bietet. Und wie gesagt, ich möchte dir mit diesem Podcast ein bisschen die Übersicht bieten, denn auch jetzt, ich führe sehr viele Gespräche, ist bei uns im Hause, hier im Office, in der Akademie Pettenberg die Entscheidungszeit, weil am 19. Mai startet die 24. Ausbildung. Ich darf wiederholen, da bin ich stolz drauf, die 24. Ausbildung. Mittlerweile habe ich weit über 500 Coaches ausgebildet und viele davon arbeiten sehr erfolgreich, aber dazu auch später. Und deshalb möchte ich im Grunde genommen diesen Podcast machen, damit viele Anrufer diesen Podcast jetzt auch erleben dürfen und einfach zuhören. Ja, wie ist denn der Markt überhaupt? Ich mag ein paar so Rubriken bringen. Also warum ist denn die Tendenz so interessant momentan? Erstens sind wir nicht nur astrologisch bedingt, sondern das merkst du auch gefühlt, auch durch die Krise, auch durch die Pandemie aufgerufen, über vieles ganz neu nachzudenken. Und vieles bedeutet auch Beruf. Da gibt es natürlich die Beziehung, da gibt es das Privatleben, da gibt es die Arbeitsstätte etc. Aber es gibt auch die Idee, in die Zukunft zu blicken, was will ich denn später überhaupt machen in meinem Leben? Und da ist natürlich interessant, sich heute damit auseinanderzusetzen, was so meine Idealkonstellation ist, wo ich denn überhaupt hin möchte. Und die Chancen waren noch nie so groß wie heute, denn das Thema Gesundheit, Ernährung, Wellbeing und persönliche Weiterentwicklung wird immer interessanter. Also auch jetzt heute schon. Also allein die Tatsache, dass du dir jetzt gerade vielleicht die Frage stellst, was soll ich denn mit meinem Leben beruflich und auch in der persönlichen Weiterentwicklung anstellen? Diese Frage stellen sich viele andere Menschen auch, denn wir sind aufgefordert, in diesen Zeiten einfach über Neues nachzudenken. Und das ist ein Perspektivenwechsel, wenn nicht sogar eine größere Transformation, die uns deutschlandweit, europaweit und weltweit auffordert, anders und umzudenken. Und das ist die große Chance. Und gleichzeitig hast du ja auch mitbekommen, dass die Digitalisierung durch die Pandemie vorangetrieben worden ist. Und das eröffnet natürlich auch wieder ganz neue Themen, ganz neue Ideen, ganz neue Kommunikationswege. Weil früher war es ja oft so, dass Menschen regional gebunden waren oder Angebote regional gebunden waren. Und heute ist ja durch Zoom oder auch wie den Podcast, den du jetzt gerade hörst, möglich, weit national Verbreitung anzusteuern. Und deshalb ist einfach das Thema Coaching und Coaching-Ausbildung ein interessanter Weg, andere Menschen zu begleiten und sie in ihr Glück zu führen. Also wenn du jemand bist, der gerne mit Menschen unterwegs ist, der gerne mit Menschen spricht, der gerne zuhört, der gute Ratschläge hat und einfach so ein bisschen ein Gefühl für den anderen hat, ihn einschätzt und eben da muss ich mich fast ein bisschen korrigieren, nicht nur Ratschläge, weil das ist ja oft mehr Schlag als Rat, sondern dich auch hineinversetzen kannst in andere Menschen und fühlst dem ein Stück weit nach, also nicht das Mitleid, sondern das Nachfühlen, dann ist das Bild eines Coaches vielleicht genau das Richtige für dich. Gut, fangen wir mal damit an, was unterscheidet eigentlich überhaupt dieses ganze Berufsbild? Und da gibt es ja zum einen und da grenzen wir uns immer ganz deutlich ab, den Therapeuten. Viele Menschen gehen heutzutage berechtigterweise zu Therapeuten und das machen Menschen, die psychisch instabil sind, angeschlagen sind, vielleicht auch in Verbindung mit einer Reha. Was heißt psychisch instabil? Depression, schwere Depression oder gar psychische Störungen wie Schizophrenie oder andere Themen etc. Das bedarf eines richtigen Therapeuten, eines medizinischen Therapeuten, der dann auch medikamentieren kann. Und das ist natürlich nicht das Berufsfeld, in dem du wahrscheinlich unterwegs sein möchtest. Dann gibt es die Heilpraktiker, wie ich auch einer bin, der darf grundsätzlich auch mit psychisch instabilen Menschen arbeiten, jedoch letztendlich mit Einschränkungen.
Das heißt, er darf weder medikamentieren, noch darf er mit Menschen arbeiten, die sozusagen auch die Vorstufe haben, wie Wahnvorstellungen oder diffuse Körperempfindungen etc. Da muss auch ich Menschen weiterempfehlen. So, was ist der Coach im Vergleich zu den beiden Punkten, die ich vorab genannt habe? Der Coach, der ist im Grunde der Förderer. Der denkt lösungsorientiert, also nicht problemorientiert wie der Therapeut, sondern lösungsorientiert hin zu einer Idee, wie geht es weiter. Zum Coach kommen in der Regel Menschen, die ganz konkrete Probleme haben, die benennen und sagen, ich möchte mein Leben verändern. Zum Therapeuten kommen eher Menschen, die sagen, tja, mir geht's nicht gut, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, bitte helfen Sie mir. Das ist der große Unterschied. Also Coach ist das, was du vielleicht werden möchtest und dann förderst du andere Menschen. Das kann punktuell sein, in einer Stunde, das kann, kommen wir gleich noch drauf, in Form von Seminaren sein oder wie auch immer. Und dann gibt es die Mentoren. Altersbedingt, ich werde dieses Jahr ja 60 Jahre alt, ist es mir möglich, ein Mentor zu sein. Nachdem ich seit knapp 40 Jahren Kaufmann und Unternehmer bin, fällt es mit mir natürlich leicht, logischerweise bin ich auch durch manche Höhen und Tiefen gegangen, Menschen zu begleiten, indem ich sie sozusagen mit einem Erfahrungswert unterstütze. Wenn du Coach werden willst, dann kannst du ja auch relativ jung sein, 20, 25, 30 Jahre und eine Zielgruppe auswählen, die in deinem Alter ist. Dann kannst du auch dort erfolgreich werden und beratend tätig sein. Bei mir, älter gesehen, ist es so, vom Alter her gesehen, ist es so, dass ich natürlich Menschen begleiten kann, die schon länger im Berufsleben unterwegs sind oder Beziehungsthemen haben etc. Und dort aufgrund meines Erfahrungswertes ich als Mentor auch viele Referenzwerte liefern kann. Das ist ein Unterschied, das kann man natürlich zu Beginn, wenn du mit einer Coaching-Ausbildung beginnst, noch nicht liefern. Da hast du ja noch nicht so viele Referenzwerte, du bist ja erst am Beginn der Arbeit und dann ist das erst noch nicht möglich. Das habe ich natürlich mit über 10.000 Klienten, die ich in Kursen und Einzeltrainings bisher begleitet habe, habe ich einfach sehr, sehr viele Referenzwerte. Auch was zum Beispiel Krankheitsbilder betrifft etc. Aber das betrifft jetzt weniger das Coaching. Dann gibt es die typischen Trainer, das hast du vielleicht auch schon gehört. Trainer ist der, der in der Regel ein Wissen vermittelt. Wenn du zum Beispiel zu einem anerkannten Institut gehst, wie die IHK, also die Handelskammern, dann sind dort meistens Trainer, die dich in einer bestimmten Richtung schulen, meist berufsbedingt oder berufsgebunden. Dann gibt es die Berater. Und das sind eher Menschen, die Unternehmen beraten und das dann letztendlich prozessorientiert, also in dem Unternehmen Prozesse optimieren und dann auch möglicherweise natürlich die einzelnen Personen eben wieder coachen. Das ist so eine Doppelbedeutung dann, Doppeldeutung. Und dann gibt es natürlich, das kennst du auch, die berühmten Speaker. Viele Menschen unter uns wollen ja mittlerweile auf die Bühne, die wollen das erzählen, was sie bewegt, was sie gelöst haben etc. Und dort wird von der Bühne aus im Grunde genommen präsentiert, performt und nicht Wissen vermittelt, sondern eher Stories und Erfahrungswerte. Und da muss man wissen, das hat einen hohen Motivations- und Unterhaltungswert. Das hat aber mit einer Weiterbildung oder einer Innerbildung für den, der zuhört, relativ wenig zu tun. Das wird momentan gerne vermischt, weil sich auch die Menschen, die auf der Bühne stehen, Coaches nennen. Aber das hat eher einen Motivationscharakter, dass du nach Hause gehst und ein gutes Gefühl hast. Und das kennst du vielleicht, wenn du mal im Business irgendwie von einem bestimmten Speaker bespaßt worden bist, 1,5 Stunden im Rahmen einer Verbandstagung etc., dann hast du ein gutes Gefühl, aber eigentlich weißt du gar nicht so ganz genau im Nachhinein, was er so erzählt hat. Du hast vielleicht 1, 2 Zitate dir merken können, aber es verbleibt bei dir ein gutes Gefühl und dann gibt es vielleicht Anstöße, aber du hast nicht die Motivation, dein Leben zu verändern und das wird momentan ein bisschen vermischt, also Speaker und Coaches, die werden oft gerne in einen Topf geworfen. Ich war ja auch, oder
jetzt momentan Corona, deswegen sage ich war, ich bin ja auch oft auf der Bühne gewesen und da ist es letztendlich darum, Menschen auch sozusagen zu motivieren, weitere Schritte zu gehen. Da geht es nicht darum, an dem Tag die Erfahrung des Lebens zu machen, sondern sich hineinzuversetzen, wie es ist, wenn das Leben sich verändert und die Motivation zu erhalten, dann konkret einen Kurs oder ein Tagesseminar oder was auch immer zu buchen. Ja, und was im Grunde genommen Coaches und Mentoren und Trainer, Berater bieten können, sind entweder, und jetzt haben wir zwei Rubriken, Einzeltrainings oder Seminare. Das ist das Spannende letztendlich, das ist für dich auch wichtig, wenn du dich für eine Coaching-Ausbildung entscheidest. Was möchtest du später lieber machen? Möchtest du, dass du jemanden face-to-face gegenüber sitzt oder möchtest du lieber mehrere Menschen, 4 Menschen, 14 Menschen, 40 Menschen beglücken, dir in irgendeiner Form zu folgen und mit dir zu arbeiten? Also das ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium für dich, was du da letztendlich später machen möchtest. So. Welche Form der Ausbildung gibt es denn überhaupt? Und das merkst du ja auch, wenn du in Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing unterwegs bist. Es gibt ganz viele Angebote in Richtung Online-Ausbildungen. Und das ist wichtig zu wissen. Ich bin jemand, der gerne live Präsenz arbeitet, auch in Corona-Zeiten. Das ist durchaus möglich, mit bestimmten Vorkehrungen. Warum ist das so? Meine persönliche Meinung ist, wenn ich mit Menschen arbeite, dann muss ich auch vorher mit Menschen gelernt haben. Unsere Ausbildung beispielsweise, die ist extrem praxisnah. Das heißt, die Theorie, die wird vorher vermittelt, indem du Unterlagen bekommst, die du dir durchliest. Das wird dann kurz angesteuert im Live-Präsenzseminar, immer 4 Tage das Modul. Und dann wird das, was du sozusagen von uns erfährst, direkt in die Praxis umgesetzt und du wirst praxisorientiert live mit deinen Mit-Azubis arbeiten. Und dort, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, hoffentlich ganz viele Fehler machen, denn je mehr Fehler du machst in unserer Ausbildung beispielsweise, desto besser können wir dich supervidieren. Das heißt, wir können sagen, woran es liegt, was du anders machen kannst, was es mit dir zu tun hat, der Fehler. Und dadurch ist, also nicht, dass du schuld wärst, sondern wir machen ja oft die Dinge, die wir selber nicht regeln können im Leben, die können wir auch oft für andere nicht regeln. Aber dadurch ist Wachstum möglich. Deswegen spreche ich auch von der Innerbildung. Wenn du dann die Fehler supervidiert bekommst in Form einer Supervision, dann machst du einen extrem großen Lernschritt und das ist später das Winning für deine Klienten. Davon können die profitieren. Also dort, wo du heute deine schlimmsten und größten Probleme hast, das wird möglicherweise später dein Highlight und deine Veränderungschance für alle deine Teilnehmer. Aber zurück zu den Möglichkeiten. Das heißt, du merkst schon, wo ich hin will, eine reine Online-Ausbildung, und das gibt es ja sogar auch als Fernstudium, halte ich für eine Arbeit am Menschen als wenig sinnvoll. Ich kann online natürlich Wissen erlernen und da ist jetzt, wie gesagt, ich komme nochmal zurück auf die Pandemie, die Digitalisierung ist ja dadurch sozusagen angestoßen worden, extrem angestoßen worden sogar. Da merkt man, dass die Wissensvermittlung über Zoom wunderbar geht. Unsere Online-Sequenzen in der Ausbildung auch und in den Kursen, wir machen ja auch viel online, dort vermitteln wir Wissen. Und das geht viel, viel schneller, viel klarer, weil man sich einfach vor der Glotze, wie ich es immer nenne, also vor dem Computer, viel mehr konzentriert auf das, was da gesagt wird und was ich sagen will. Ich werde viel, viel konkreter. Das ist super. Aber das Arbeiten am Menschen lerne ich aus meiner Sicht immer nur in der Praxis. Und dann gibt es natürlich die Mischformen. Das heißt im Grunde die Hybridformen, die Live-Präsenzarbeit kombiniert mit dem Online-Lernen. Bei den Online-Seminaren musst du bitte auch unterscheiden. Also wir bieten eine reine Online-Ausbildung gar nicht an, aber dort gibt es natürlich auch die Unterscheidung, kommt das Ganze aus der Retorte. Das heißt, du klickst sozusagen auf den Link und dann wird es einfach abgespielt, ob du jetzt dabei bist oder nicht. Also da gibt es keinen Dialog. Es ist ein Monolog, da wird im Grunde genommen von dem, der dir was zu sagen hat, einfach einen Monolog gehalten. Und er versucht, dich so gut wie möglich mit einzubeziehen.
Dann gibt es aber auch die reinen Live-Arbeiten, wie wir es online machen. Das heißt, über Zoom bin hauptsächlich ich und natürlich auch meine Trainer immer in Verbindung mit dem Klienten, mit dem Gegenüber. Und wir arbeiten auch dort sozusagen digital live und kann alles besprochen werden. Und dann gibt es, wie gesagt, natürlich die Mischformen. Ja, die Hybrids. Gut, jetzt ist aber ganz wichtig, welche Entscheidungskriterien für dich gibt es denn überhaupt in einer Ausbildung? Als allererstes ist es ganz wichtig, dass du das wählst, was dir wirklich Spaß und Freude macht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb würde ich dir immer raten, wenn du eine Richtung entdeckst für dich, dann probiere deinen zukünftigen Ausbilder in Form von Einzeltrainings oder Seminaren auch aus. Zumindest solltest du eine halbe Stunde oder Stunde mit dem, der dich ausbildet, persönlich sprechen können, damit du erkennst, ob die Chemie stimmt. Wenn du einfach nur etwas mit dem Klick buchst, weißt du ja gar nicht, ob du mit diesem Menschen zusammenkommst. Also das ist ganz wichtig. Das ist mir ganz persönlich auch ganz wertvoll, dass ich mit meinen zukünftigen Teilnehmern, selbst auch in dem Kurs Du bist der Held in deiner Welt, Selbsterfahrungskurs, immer vorher spreche und mich mit deren Anliegen, also mit deinen Themen, mit deinem Anliegen auseinandersetze. Und im ungünstigsten Falle, was allerdings glücklicherweise selten vorkommt, müsste ich dir abraten, mit uns zu arbeiten, wenn irgendetwas nicht passt. Aber das ist auch so wichtig. Also diese Größe bewahre ich mir auch, zu sagen, nein, wir passen leider nicht zusammen. Und das ist ein wichtiger Aspekt und das merkst du auch, wenn du mit mir dann sprechen und arbeiten wirst. Also, die Inhalte sind natürlich als zweites auch sehr wichtig. Also erster Punkt ist, was dir wirklich Freude bereitet, was dir leicht von der Hand geht. Und das zweite Thema ist die Inhalte dieser Ausbildung überhaupt. So, was ist momentan en vogue, also was ist letztendlich am populärsten? Das ist natürlich NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das sind im Grunde genommen Ideen des Reframings, das heißt, dort gibt es Übungen, die dir zeigen, die du lernst, wie du Gefühls- und Bewusstseinszustände veränderst. Das heißt, wenn du das eine so machen kannst, ganz banal ausgedrückt, dann kannst du das andere auch so machen. Also, ganz einfaches Beispiel. Dir fehlt die Leichtigkeit im Berufsleben, aber die Leichtigkeit im Urlaub kennst du. Und NLP hat Techniken, die im Grunde genommen die Leichtigkeit aus dem Urlaub transferiert in die Situation des Berufsbildes. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Das ist NLP. Ganz wunderbare Techniken haben wir auch in unserer Ausbildung. Dann Trance-Arbeit, Trance- und Hypnose-Arbeit. Das heißt, in diesem Zustand der Trance und Hypnose, wenn du die Augen schließt und dir etwas vorstellst, kannst du Probe handeln. Du kannst auf der einen Seite ins Unbewusste einsteigen mit bewussten Techniken, indem du sozusagen dir Informationen aus dem Unbewussten, aus dem Unterbewussten holst, unter Anleitung. Das lernst du auch bei uns zum Beispiel. Und dann kannst du auf der anderen Seite Probe handeln. Du kannst dir Dinge vorstellen, wie es wäre, wenn. Also wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest, dann kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du in diesem Auto fährst. Wenn du die Wohnung beziehst, kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn du in dieser Wohnung lebst und so weiter und so fort. Oder natürlich auch Beziehung. Wenn du deinen Partner verlässt, wie fühlt sich das an? Wenn du dort bleibst, wie fühlt sich das an und so weiter. Also dort kann man ganz viel Probe handeln. Und dann natürlich die klientenzentrierte Gesprächsführung, nach Rogers hauptsächlich, ist sehr populär. Dort wird sehr deutlich durch Fragen geführt und sich natürlich auf den Klienten konzentriert. Denn Fragen können wie Küsse schmecken. Durch Fragen kann man wunderschön führen. Und dieser Titel, Fragen können wie Küsse schmecken, ist ein wunderbares Buch, das ich dir auch empfehle. Dort kann man ganz viel über Fragetechnik lernen. Und dann, last but not least, das systemische Arbeiten. Und das ist meine persönliche Hauptidee, denn ich glaube, wenn wir systemische Probleme haben, dann können wir uns noch so viel vorstellen, noch so viel wünschen im Leben, wir können es nicht realisieren. Was heißt systemisch? Wir alle sind ein System. Du jetzt auch mit mir, du, der da gerade den Podcast hört, ganz lieben Dank dafür, Klammer auf, Klammer zu, bist ein System mit mir jetzt gerade. Und
Du bist in deiner Familie ein System, du bist in deiner Partnerschaft ein System, du bist in deinem Beruf ein System und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass die Systembestandteile immer aufeinander wirken. Und das ist so wesentlich. Das heißt, was wirkt auf dich durch Vater deiner Kindheit, durch die Mutter deiner Kindheit, durch die Großväter und Großmütter deiner Kindheit und so weiter. Das heißt, all das, was in den ersten 6 Jahren passiert, hat maßgeblich Einfluss auf dich im Leben. Und Systemik, meine Art der Systemik, kümmert sich darum, dass dort Frieden gefunden wird. Ich kümmere mich mit meinen Klienten um die Ordnung in der Kindheit. Und es hat nichts mit einer tiefen psychologischen Analyse zu tun, um Himmels Willen, das ist eine ganz andere Thematik, sondern durch ganz lockere, einfache Einstiege kannst du im Grunde genommen die Kindheit maßgeblich nachträglich beeinflussen. Ich nenne das immer, das ist die Gleichung deines Lebens. Die Vergangenheit bestimmt den Glauben im Hier und Jetzt und dieser Glaube im Hier und Jetzt bestimmt deine Zukunft. Und du musst dich nicht in die Zukunft kümmern, wenn du den Glauben im Hier und Jetzt korrigierst, den Glauben über Vater, über deine Mutter und über das, was damals war, das kann man tatsächlich verändern und das ist extrem kraftvoll. So, du merkst, wo ich hin will. Ich habe jetzt gerade schon spannenderweise sowohl die 4 populärsten Methoden im Coaching genannt, als auch gleich viel über unsere Ausbildung erzählt oder meine Haltung, denn diese 4 populären Ideen sind dort verknüpft. Es gibt natürlich noch Gestaltarbeit und noch andere Coaching-Methoden, die aber weniger populär sind. Also ganz populär momentan ist leicht untertrieben, seit ca. 20 Jahren, ist das systemische Arbeiten, ist NLP, ist Trance und Hypnose und die Gesprächsführung. Und das ist eben wichtig letztendlich, dass du weißt, mit was du es da zu tun hast. Gut. Wie geht es nach einer Ausbildung weiter? Wie kommst du später an Klienten? Ich möchte dir ganz reinen Wein einschenken, denn das ist auch ein großes und ich möchte sagen freches Missverständnis, das draußen aktuell gerade vorherrscht. Viele Menschen glauben, sie machen eine Coaching-Ausbildung und die dauert dann 1 Jahr oder 12, 14 Monate und danach rennen mir alle Klienten die Bude ein. Das ist schlichtweg eine Frechheit und gelogen, wenn dir das jemand erzählt. Das wird unterschwellig gerne, insbesondere auch bei Online-Kursen, die angeboten werden, immer wieder propagiert. Das ist schlichtweg falsch. Denn auch eine Coaching-Ausbildung ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Selbstständigkeit oder der Beginn einer Selbstständigkeit. Es ist ja nur in Anführungszeichen erstmal eine Ausbildung. Ein Bäcker, der ausgebildet worden ist, ist auch nicht mit der Lehre fertig und sagt dann, naja, jetzt habe ich ja automatisch eine Großbäckerei und dann funktioniert alles. Du musst bitte Zug für Zug in diese Selbstständigkeit hineinwachsen, auch wenn es nebenberuflich ist. Und das ist mir, ich komme ja aus dem Marketing, ein ganz wichtiges Bestreben, dass ich dich dort begleite. Ein Teil unserer Ausbildung ist eine deutliche Begleitung in dieses Feld hinein, damit du in deine Selbstständigkeit kommst, denn das braucht Zeit. So. Und jetzt wirst du sicherlich auch viele Ideen vor Augen haben, wie du Werbung dafür machen kannst und so weiter. Da komme ich gleich dazu und das ist wunderbar. Es gab auch jetzt noch nie so viel große, auch kostenfreie Chancen, Werbung zu machen. Aber das Wichtigste, wie du an Klienten überhaupt in Zukunft herankommen wirst, ist das Thema der Wirksamkeit. Wenn du ein Coaching betreibst, und da lege ich ganz großen Wert darauf, dass meine Azubis wirklich coachen können, systemisches Aufstellen ist nicht einfach, bei mir kann es aber perfekt erlernt werden, dann wirst du wirksam arbeiten. Das heißt, wenn du wirkungsvoll arbeitest, wirst du weiterempfohlen. Auch in diesen schweren Krisenzeiten lebe ich fast ausnahmslos von Weiterempfehlungen, weil Menschen sagen, wenn du zum Uwe Pettenberg in dem Kurs Du bist der Held in deiner Welt gehst, dann geht es danach besser oder geht so und so und so und so. Und das ist eine wichtige inhaltliche Botschaft, die weitervermittelt wird. Und wenn du Coach wirst oder Coachin und wirksam arbeitest, dann wirst du auch von Freunden und Freundinnen guten Herzens und besten Gewissens weiterempfohlen. Das passiert nicht im ersten Monat, das baut sich auf.
Da gibt es auch bestimmte Techniken, wie man das etwas forcieren kann, indem man andere Menschen bittet, dass sie dich weiterempfehlen. Aber das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Bitte lass dir nicht erzählen, dass du mit irgendwelchen Pseudo-Ideen, wenn du anderen Menschen 10.000 oder 15.000 Euro gibst, online so gebrieft wirst, dass du fortan nur noch perfekt und ganz easy einfach über online deine tausenden Klienten bekommst. Das ist faktisch falsch. Schau dir bitte, wenn dir jemand sowas anbietet, an, was er selber macht, wie viele Follower er selber hat auf Instagram und Facebook. Also bitte, ich möchte dich da beschützen. Denn ich habe einen Klienten, der ist da in was hineingeraten, das ist sehr, sehr unschön und vor allen Dingen finanziell einen erheblichen Schaden hinterlassen hat. Ich weiß, von was ich spreche. Ich möchte dich davor bewahren. Erkunde dich da gut mit Referenzen und allem drum und dran. Also zurück nochmal zur Wirksamkeit. Ist mir ganz wichtig, du musst bitte wirksam arbeiten. Das heißt, setze bitte voraus, dass das, was du in der Ausbildung erlebst, auch wirklich von dir inhaliert wird. Ganz wichtiger Punkt. Und dann kannst du in die Vermarktung gehen. Und das kann ich auch als Marketer sagen. Was früher teuerst bezahlt werden muss, niemand konnte früher seinen eigenen Videofilm herstellen, seine Präsentationsfilm herstellen, das kannst du heute mit einem guten Mobile-Phone über YouTube und Einbindung in eine Homepage ganz einfach und ganz wunderbar. Glaube mir, früher hat sowas immer fünfstellig gekostet. Anzeigen haben sogar bis zu 150.000, 200.000 Euro gekostet. Das ist alles nicht mehr in dem Rahmen etc. Und heute kannst du das alles selbst bewerkstelligen. In YouTube hast du deinen eigenen Fernsehkanal. Mit Podcasts, die du jetzt auch von mir hörst, hast du im Grunde genommen einen eigenen Radiosender. Wenn du gerne Blog schreibst, hast du wie eine eigene Tageszeitung. Und wenn du über Insta und Facebook gehst, dann hast du wie eine eigene Community, ein eigenes Clubleben, einen eigenen Verein. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn du dich dann richtig positionierst, vielleicht sogar in einer Nische, wo du als Coach später arbeiten wirst, dann steht dem Erfolg nichts mehr im Wege, wenn du wirksam arbeitest, wenn du von dir selbst überzeugt bist, wenn du dich zeigst, haben viele weibliche Wesen immer ein Problem damit, sich zu zeigen, dann ist es letztendlich sehr, sehr erfolgreich. Ein Thema vielleicht noch zum Buchschreiben. Ich selber habe ja auch 7 Bücher geschrieben, das 8. ist gerade im Lektorat und da wird oft auch propagiert, schreib ein Buch, du wirst berühmt und verdienst viel Geld. Ein Buch zu haben ist nice to have und wenn du selber ein Buch schreibst, dann befasst du dich ja mit einem bestimmten Thema ganz intensiv. Das heißt, es fördert tatsächlich deine Fähigkeit, dein Wissen über ein bestimmtes Thema und wird dich kraftvoll und stark machen, gerade wenn du später vielleicht auch Vorträge halten möchtest oder für dein Business, wie ich Speaker werden möchtest, dann ist das sehr, sehr dienlich. Aber Geld verdienen, wenn du nicht so ein großes Glück hast wie Stefanie Stahl mit dem Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden«, das über 1,5 Millionen Mal verkauft worden ist, dann wirst du damit kein Geld verdienen. Da möchte ich dich auch ein bisschen besänftigen. Denn 1,5 Millionen Mal ist ein mega, mega, mega Bestseller im Ratgeberbereich. Im Ratgeberbereich ist der Verlag bereits äußerst glücklich, wenn er 10.000 Bücher verkauft und du giltst bereits als Bestseller, wenn du 20.000 Bücher verkauft hast. Und jetzt siehst du das Verhältnis zur Stefanie Stahl von über 1,5 Millionen Büchern in ich weiß nicht wie viel Fragen und jetzt auch im Englischen. Mit Stefanie Stahl habe ich übrigens einen schönen Podcast gehabt, auch kannst du gerne mal reinhören. Dort sprechen wir auch über ihr neues Buch, das gleich erscheinen wird. Gut, also, vielleicht fasse ich nochmal zusammen. Das ganze Thema an der Stelle ist mir sehr wichtig, dass du wirklich mit der Idee, in eine Coaching-Ausbildung zu rutschen, in einem Markt bist, der tatsächlich jetzt nicht nur einfach ein einfacher, billiger Trend ist, sondern der wird sich aus meiner Sicht die nächsten 10, 20, gar 30 Jahre tragen. Denn du weißt selber, da muss man jetzt nicht sehr esoterisch oder spirituell unterwegs sein, 2012 war das Ende des Maya-Kalenders und dort wurde propagiert, dass sich eine Zeitenwende ankündigt, dass die Spiritualität sich verbindet mit der Wissenschaft und dass die Menschen tatsächlich bewusster werden. Und das tritt jetzt ein. Genau das passiert gerade. Auch in Sachen Corona, wo viele Menschen sagen, boah, ich weiß jetzt immer mehr, was ich eigentlich will.
Ich brauche immer weniger zum Leben. Ich will bewusster leben. Ich möchte weniger arbeiten. Ich lege weniger Wert auf Geld. Ich möchte lieber mein Leben leben. Das ist ein Trend, der jetzt sozusagen, nein, eben kein Trend. Das ist eine Transformation. Das wurde bisher als Trend gesehen, aber das ist jetzt letztendlich tatsächlich eine maßgebliche Veränderung. Und wenn du damit dabei sein möchtest, dann ist eine Coaching-Ausbildung wirklich mega für dich. Ich möchte dich auch dahingehend unterstützen, dass du, wenn du dann später Coach wirst, dass du dieses Geld, das du jetzt für eine Coaching-Ausbildung investierst, dann bitte auch wirklich als Investition siehst. Dieses Geld ist nicht weg, das ist oft ein Missverständnis, sondern du wirst es später durch gute Stundensätze oder Seminare wieder einfahren. Und das ist mir wichtig, dass du das weißt. Ich persönlich unterstütze Menschen als Auszubildende entsprechenderweise auch. Also insofern ist auch die Ausbildung immer eine Ausbildung eben eine laufende Begleitung, auch wenn du heute Probleme hast. Es ist ein Leuchtturm, wenn wir uns immer wieder treffen oder wenn du in einer Ausbildung immer wieder Menschen triffst, dann ist es im Grunde genommen wie so ein Leuchtturm immer wieder alle 2-3 Monate und eine wunderbare Gemeinschaft. Bei uns ist es so in der Ausbildung, dass am Ende der Ausbildung dann Tränen fließen, weil Menschen sich so nahe gekommen sind und so sich gegenseitig gefördert haben, dass alle ganz traurig sind, wenn sie dann letztendlich auseinandergehen. Und das ist wirklich eine wunderschöne Gemeinschaft, die dich auch tragen wird. Also du siehst, so eine Coaching-Ausbildung hat noch viel, viel mehr. Und das Wichtigste zum Schluss, viele meiner Anrufer, gerade aktuell jetzt vor dem Start der Ausbildung am 19. Mai, fragen mich, ja, muss ich denn perfekt sein, wenn ich Coach werde? Und ich glaube sogar, Perfektion ist das größte Hindernis. Denn ich hatte es in dem Podcast schon gesagt, wenn du ein Problem hast, wenn du, kein Mensch kann perfekt sein, wenn du es noch nicht gelöst hast, und es dann im Rahmen der Ausbildung für dich besonders löst. Ich spreche davon Schattenthemen. Also wenn du immer wieder das gleiche Beziehungsmuster hast, wenn du immer wieder die gleichen Probleme im Beruf hast oder mit dem Geld oder mit Fülle, mit Wohlstand etc., dann wird das in der Ausbildung geklärt. Und das wird später, und das kannst du wirklich annehmen, einfach ein großer Wert werden und eine große Qualität. Jemand, der zum Beispiel Burnout gehabt hat, das letztendlich für sich gelöst hat, eine Coaching-Ausbildung macht, der kann Menschen aus der Tiefe seines Herzens gepaart mit dem Wissen, was er gelernt hat, wunderbar unterstützen, aus dieser Misere, aus dem Burnout, aus dieser Depression herauszukommen. Und das ist, soll dir bitte vielleicht eine Bestärkung sein, dass eine Ausbildung für dich dann das Richtige ist, wenn du im Leben weiterentwickeln möchtest, wenn du gerne mit Menschen arbeitest und wenn du momentan auch deine ganz persönlichen Probleme hast. Und natürlich, wenn du ein neues Berufsbild suchst, wenn du jetzt nebenbei, neben deinem aktuellen Job einfach beginnst, eine Ausbildung zu machen und dann auch nebenberuflich anfängst zu arbeiten. Das ist wunderbar, das gibt es ganz selten in wenigen Berufsbildern, dass du nebenbei einfach am Abend oder am Wochenende arbeiten kannst, Geld verdienen kannst und dich ausprobieren kannst. Und so kommst du in deine Kraft, in deine Qualität. Das wünsche ich dir von Herzen. Wenn du mit mir persönlich sprechen möchtest, freue ich mich natürlich. Ich hoffe, mein Podcast Coaching, Ausbildung, Beruf oder Abzocke hat dir wieder so gut gefallen wie mir. Und wenn du diesen in YouTube hörst, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du ihn woanders hörst, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Da kannst du rein, dich einfach einloggen und kannst dich mit 5 Sternen bewerten. Da freue ich mich sehr. Ganz lieben Dank dafür. Alles Weitere, alle Infos auch zu meiner Ausbildung unter pettenberg.de. Aber schau dich gerne um in vielen anderen Ausbildungen. Informier dich, was es alles gibt. Und selbst da kann ich dir auch Ratschläge geben, wenn du möchtest. Können wir auch über Wettbewerber sprechen, was ich davon halte. Da bin ich ganz fair. In diesem Sinne, vergiss nie, du bist der Held, du bist die Heldin in deiner Welt. Du bist das Wichtigste auf dieser Erde, du bist der wichtigste Mensch, den du hast. Achte dich, liebe dich und pflege dich und guck in die Zukunft vielleicht ein Stück weit, was du mit dir und deinem Leben anfangen möchtest. Dann fällt dir die ein oder andere Entscheidung für eine Ausbildung bestimmt auch leichter. Danke für dein Interesse, danke für dein Ohr, danke für deine Zeit, die du dir und mir jetzt gewidmet hast. Alles Liebe für dich und bis nächste Woche. Danke für dich.